Hi, schön, dass du Ukulele spielen willst. Das ist hier die kleine Reihe von meinen Ukulele-Intro-Videos. Also, du möchtest wissen, wie du die Ukulele am besten stimmen kannst. Das ist super wichtig. Vor jedem Spielen solltest du die Ukulele stimmen, also die Saiten der Ukulele in die richtige Höhe, Tonhöhe bringen. Ja? Wenn das nämlich nicht der Fall ist, dann kannst du so viel spielen, wie du möchtest und so viel üben, wie du möchtest. Es wird immer ein bisschen komisch klingen. Also die Saiten, die müssen eine ganz bestimmte Tonhöhe haben. Also, wie kriegt man das hin? Erstmal, wenn du deine Ukulele neu hast, wird es sein, dass die Ukulele sich sehr oft verstimmt. Das ist total normal. Die Saiten müssen sich irgendwie, auch wenn ich die Saiten neu aufziehe, müssen die Saiten sich erstmal so ein bisschen an die Ukulele gewöhnen. Und wenn du jetzt die Saite stimmen möchtest, dann fängst du vielleicht bei der G-Saite hier oben an und dann empfehle ich dir ein Stimmgerät oder eine Stimm-App. Ich habe das auch in den Kommentaren verlinkt, welche Stimm-Apps da gibt zum Beispiel. Aber hier so ein Stimmgerät ist super praktisch. Warte mal, das zeigt jetzt hier nämlich an. Da ist das G, ne? Das siehst du. Zeigt es an, wenn ich das spiele, was für einen Ton da klingt. Jetzt mache ich die Saite mal ein bisschen lockerer, weil meistens sind die Saiten zu tief. So, und dann zeigt das Stimmgerät nämlich an, so ein bisschen orange, dass das zu tief ist. Also drehe ich hier, ich spanne jetzt die Saite, das heißt, ich drehe es ein bisschen von mir weg und der Ton wird höher. Also je mehr ich die Saite spanne, desto schneller schwingt sie und desto höher wird der Ton. Wenn die Saite ganz locker ist, schwingt sie ganz langsam, dann ist es ein tiefer Ton. Wenn die Saite mehr gespannt ist, ist es ein höherer Ton. Also spanne ich sie und dann ist es wieder grün. Bei manchen Stimmgeräten kann man unterschiedliche Instrumente stimmen. Pass also auf, dass dein Stimmgerät auf U-Ukulele ist. Oder auf C, das ist nämlich eine C-gestimmte Ukulele, die ich hier immer spiele in meinen ganzen Videos. Oder auf chromatisch oder so heißt es. Das heißt, jeder Ton wird dir angezeigt. Da kommen dann hier irgendwelche Kreuzchen und B-chen, aber das darf dich nicht verwirren. Wichtig ist, dass ein einfaches G da ist bei diesem Ton. Kein Kreuzchen, kein B-chen dahinter. Die nächste Saite ist ein C. Die ist tiefer bei einer Hi-G-Ukulele. Das zeige ich dir in meinem anderen Video, was der Unterschied ist. Also, bei mir ist es grün, leuchtet es grün. Dann das E. Ah, es wackelt so ein bisschen hin und her. Gucken wir mal, ob wir es grüner kriegen. Jetzt ist es stabil grün. Und das A. Und wenn du das ganz, ganz oft viel machst, jahrelang, hörst du es dann auch. Und natürlich ist es auch immer schön, wenn du das dann viel spielst und viel hörst, dass du dann merkst, ah ja, jetzt stimmt's. Ja, das ist einfach, so schulst du dein Gehör. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Stimme immer schön deine Ukulele. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Abonnier den Kanal, dann verpasst du nichts. Und ich freue mich total, dass du mit mir Ukulele spielst. Tschüss!